Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für September 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen Wassermann geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, dass diese Legung wird auf euch zutreffend sein. Ich hoffe, dass die Karten etwas zeigen, das euch behilflich sein wird, vielleicht etwas zum Nachdenken gibt und vielleicht auch ein bisschen Licht in Dunkelheit schenkt. Die Karten sind gemischt und wir fangen an mit der ersten Karte. Das ist euer Thema im September. Schauen wir mal. Der Mond. Das, was sich kreuzt oder behilflich sein wird. Königin der Schwerter. Eure Bewusstsein. Der Wagen und der Mond. Das ist irgendwie widersprüchlich, aber gucken wir weiter. Eure Unterbewusstsein. König der Stäbe. Das, was war. Ass der Stäbe. Das, was kommt. Die Herrscherin. Eure Energie. Die Gerechtigkeit. Äußere Energie. Sendestäbe, eure Ängste oder Hoffnungen, die Hohepriesterin und die Karte für die Zukunft, die Liebenden. Hei, 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 hei. Zum Schluss ist diese schöne Liebeskarte rausgekommen. Okay, eure Thema, der Mond. Das ist eine vorübergehende Blockade, kann man so sagen. Man möchte keine Entscheidungen treffen. Man möchte sich ein bisschen ausruhen. Also Königin der Schwerter, hier eine Karte, die in eure Thema behilflich sein wird. Hier sehen wir eine Königin, die gekämpft hat. Die hat den Kampf gewonnen. Die ist stolz auf sich. Die hat Unabhängigkeit bekommen. Sie ist stark. Starke Persönlichkeit. Und ich denke, dass in diesem Monat manche von euch werden wahrscheinlich ein bisschen Pause einlegen wollen, sich für einen Kampf zu vorbereiten oder weil der Kampf war auch da. Vielleicht man möchte einfach jetzt ja, sich auch ein bisschen ausruhen, kann man so sagen, weil der Mond, wie gesagt, das ist Dunkelheit, das ist eine Blockade, da tut sich nicht, das ist Nacht. Nacht ist auch nicht nur, um Ängste zu haben, weil wir sind in Dunkelheit, aber auch sich auszuruhen. Ja? Kann sein, dass man hier ein bisschen Bedenken haben wird, wie die Situation oder wie mein Leben sich weiterentwickelt. Aber wie gesagt, das ist auch eine vorübergehende Energie. Danach wird wieder Sonne scheinen, ja, so wie das ist. Nach dem Mond kommt die Sonne. Da kommt was Gutes noch auf euch. Aber hier sehen wir euer Thema der Mond, ja, nicht die Sonne. Also wir werden uns beschäftigen mit dieser Blockade. Warum? Warum? Und man sieht hier, in Vergangenheit habt ihr Ass der Stäbe. Das bedeutet, man hat zu viel Power vielleicht reingesteckt in eine Sache, in eine Aufgabe. Man hat sich vielleicht zu viel vorgenommen und hat sich die Finger verbrannt. Kann man so auch so interpretieren hier diese Kartenlegung, weil Ass der Stäbe, das ist eine gute Karte, wenn es geht um neue Projekte, neue Vorhaben. Man möchte mit etwas Neuem starten und man hat hier so viel Power und so viel Engagement, so viel Feuer, da muss man aber wirklich aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Und das hat dazu geführt, dass wir heute dieses Thema haben, also den Mond. Da habt ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel gemacht. Vielleicht hat man sich ein bisschen ausgepowert und jetzt braucht man Pause. Euer Bewusstsein, der Wagen. Ja, man möchte wieder Dynamik haben. Man möchte wieder, dass das alles rollt, dass da etwas in Schwung kommt. Man möchte wieder einfach vorwärts kommen. Ja? Und Unterbewusstsein ist auch König der Stäbe. Also Stäbe, hier ist Dynamik, hier ist Leidenschaft, Feuer,
Ja, man möchte nicht in der Mondphase bleiben. Man möchte weiter für sich kämpfen. Und wir gucken hier, was Karten noch zu ergänzen haben. Ja, da ist schon die meine Nicht-Lieblingskarte, würde ich sagen. Siebende Schwerter, sechste Kelche und. Was haben wir da noch? Achte Schwerter. Ja, da sehen wir die Blockaden. Die Blockaden sehen wir ganz, ganz deutlich. Siebende Schwerter, eine Karte, die Hinweis, ich möchte hier nicht viel machen. Ich habe Angst, da ist jemand, der mir nicht gut tut, jemand, der vielleicht mich ausnutzen wird. Lieber abwarten. Ich möchte nicht mit dem Mensch etwas zu tun haben. Ja? Man möchte hier etwas mehr Dynamik bekommen, aber man hat Angst, weil man sieht, das sind irgendwelche Menschen in eurer Umgebung, die euch nicht gönnen, euren Erfolg. Ja? Dieser Erfolg wird euch nicht gegönnt, so sage ich, klingt besser auf Deutsch. Sechste Kelcher, man guckt zurück auf diese gute Zeit und auf diese positive Zeit. Und man möchte wieder glücklich sein, man möchte wieder diese gute, positive Zeiten erleben. Man steckt momentan in einer Blockade, achte Schwerter zeigt das auch. Man fühlt sich wie irgendwie verschlossen, man kommt nicht raus. Man möchte irgendwie diese Dynamik und diese Power ausleben. Man möchte was Neues hier anfangen, etwas starten mit eure Pläne, mit eure Träume. Aber man ist gesperrt, man fühlt sich gesperrt, ja. Man aus Gründen wie immer. Vielleicht ist man krank, vielleicht etwas ist nicht gelungen, vielleicht derjenige hat euch beklaut, weil die siebente Schwerter ist halt so eine Sache, eine Karte, die zeigt, dass jemand vielleicht euch eventuell ja ausnutzen könnte, beklauen könnte. Und jemand, der euch den Erfolg nicht gönnt. Und man möchte am besten jetzt gar nichts tun, weil das ist nicht die Zeit. Aber die Zeit kommt noch. Ja? Gucken wir in euer Unterbewusstsein, was sich dazu gespeichert hat. In euer System werde ich das so sagen. Die Kraft, gebrochenes Herz und der Stein. Ja, typisch, wieder typisch. Das, was sich einfach in den Unterbewusstsein in uns speichert. Unsere Erlebnisse, ja, und das, was wir erlebt haben, das, was uns gezeigt wurde, wie drei total unterschiedliche Karten, total unterschiedliche Energien. Erst die Kraft. Man möchte Balance im Leben haben. In die Ruhe liegt die Kraft. Das bedeutet, man möchte Balance, diese Ausgewogenheit im Leben bekommen, um Kraft zu haben, um zu handeln. Aber man wurde verletzt im Leben, ja, man wurde vielleicht auch belogen, irgendwelche Intrigen vielleicht waren unterwegs, auf jeden Fall euer Herz wurde zerrissen. Und man wünscht sich die Heilung. Man möchte, dass die Wünsche, man hat Wünsche, man hat trotzdem Träume, egal wie das Leben war, egal welche Verletzungen da waren, man hat trotzdem Träume, man hat trotzdem Hoffnung und man möchte, dass die Heilung herkommt. Also tief im Herzen habt ihr diese Hoffnung und Glaube, dass das alles wieder zum Guten wird, dass man wieder so leben wird, ja, wie damals, dass die guten Zeiten wiederkommen. Die werden halt nicht so wie damals, aber man wünscht sich die guten Zeiten. Die werden anders sein, aber die werden gut. Und man hofft, dass das Leben euch mehr Möglichkeiten gibt und man aus einer Krise rauskommt. Hier haben wir diese Hoffnungen, die Hohepriesterin, dass man durch diese Krisen mehr Weisheit bekommt,
dass man irgendwelche Entschlüsse ziehen kann, dass man mal Erfahrung bekommt, dass man mehr sich selbst kennenlernt, dass man auch wissen wird, was einem gut tut und was einem schlecht. Ja, die Erfahrungen bringen uns das, diese Weisheit. Und man wird dann in der Zukunft gucken auf eigene Intuition, auf dieses Weisheit, unsere ja, innere Stimme, und man wird da extrem achten, ja, und man hofft, dass das Leben wird noch einem was Gutes geben. Eure Energie, hier haben wir Gerechtigkeit, also wieder diese Ausgewogenheit. Man möchte etwas vielleicht klarstellen, vielleicht irgendwelche Krieg beenden. Man möchte vielleicht, werde ich sagen, hier eine Sache klarer sehen. Eventuell mit jemandem in ein Gespräch kommen und Sachen klären. Vielleicht diese diese siebende Schwerter, wo euch die Situation zu diesen Blockaden gebracht hat. Ja? Ja, manchmal sind wir ein bisschen blauäugig, ein bisschen naiv, und wir lassen uns von Menschen, die scheinen schlauer zu sein, ja, ausnutzen. Wir lassen uns beeinflussen, über den Tisch ziehen, und dann stecken wir in irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, manchmal merken wir das zu spät, aber es kommt Zeit, wo diese Sachen geklärt werden müssen, und das wird wahrscheinlich in diesem Monat sein. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, und dass diese, wenn zu dieser Auseinandersetzung kommt und um die Aussprache, würde ich das zu sagen, vielleicht wird derjenige oder diejenige sich bei euch entschuldigen und auch sagen, warum so gehandelt hat und nicht anders, dass man hier zu dieser Blockaden auch gekommen ist, ja, weil natürlich derjenige hat euch dann irgendwelche Schaden angerichtet, und man wird wahrscheinlich hier eine Lösung suchen und vielleicht auch die Befreiung, ja. Solange man steckt in eine Sache, die nicht beendet ist, da hat man diese Freiheit nicht zu handeln, da ist man in dieser Phase von dem Mond, von dieser Dunkelheit, ja, wie sagt man, ja, man steckt in dieser Dunkelheit. Man hat diese Dunkelheit um sich, und man kann da auch nicht handeln, weil das in dieser Mondphase, da kann man auch nicht richtig sehen. Wir brauchen diese helle Phase, wir brauchen die Sonne. Aber wie gesagt, der Mond, das ist eine vorübergehende Phase, und wir hoffen, dass da also eine Klärung kommt in diesem Monat. Eure äußeren Einflüsse, Zenderstäbe, wir sehen, dass in eurer Umgebung ist jemand, der auch ziemlich schwer zu kämpfen hat mit dieser Situation. Dieser Mensch ist auch schon am Ende von eigenen Kräften. Jetzt gucken wir weiter. Wechsel, ja, der Mensch wünscht sich auch einen Wechsel, einen positiven Ausgang von diesem Problem, von diesem Konflikt, kann man so sagen. Der Mensch wird auch für sich kämpfen. Der hat diese Bereitschaft, ich muss für mich kämpfen, ich muss mich da auch verteidigen. Ja, wenn von eurer Seite kommt irgendwelcher Klärungsbedarf, derjenige wird sich da auch hier auch gegenstellen, wird sich verteidigen, wird auch die Argumente auf den Tisch legen. Und hier sehen wir aber, der Mensch möchte auch mit euch kommunizieren. Sechster Schwerter zeigt diese Kommunikation, zeigt eine klare Kommunikation. Dieser Mensch möchte auch endlich zu einem Ergebnis kommen, dass hier dieser Konflikt und auch diese Energie, ja, zu Ende geht, weil der oder er oder sie hat auch keine Kraft mehr, ja. Also dieser Konflikt tut den Mensch auch irgendwie die Kräfte rauben, und dieser Mensch ist auch bereit, die Situation zu verlassen. Ja, wenn das geklärt ist, der Mensch nimmt seine Sache und geht weg aus eurem Leben, wird sich entfernen.
Ja, wir sehen die Dame, die steigt in einem großen Koffer in ein Boot und sie geht weg. Sie möchte da nichts wissen von dem, was hier abgelaufen ist. Also hier ist Klärungsbedarf mit jemand. Ja, also hier hat jemand euch nichts Gutes gegeben, getan, etwas Böses getan, kann man so sagen, und das muss geklärt werden, auf jeden Fall. Hier haben wir aber für die Zukunft zwei sehr schöne Karten. Ja, das Leben hat auch schöne Seiten und wunderbare Karten. Die Herrscherin, so eine typische mütterliche Gefühle, schöne Gefühle, Anerkennung. Man möchte auch für die andere da sein, die andere wollen auch für euch da sein. Also hier sieht man so ein bisschen Familien sind, kann man sagen. Und die Liebenden. Was bedeutet das? Sind das zwei unterschiedliche Menschen? Ich denke schon. Ich denke schon. Könnte man auch sagen, da ist ein vielleicht mit dem Ex oder mit dem jetzigen Partner ein riesiges Problem. Wo muss man klären, ja, wo man sich zum den Tisch setzen muss und einfach sprechen, ja, offen, ehrlich sein miteinander, um dann sich neue Chance geben. Oder ist das total was anderes, was hier ist, ja? Beruflich werde ich das nicht nennen, mir sieht es nicht nach Beruf, weil hier sehen auch keine Münzen, keine so weiterkommen, was das Finanzielle angeht. Hier ist was anderes, das ist Konflikt auf eine andere Ebene, vielleicht auch familiäre Probleme. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier kommt zur Klärung. Und man sucht dann, man wünscht sich endlich, dass man aus dieser Krise rauskommt, aus dieser Situation. Und man hat für die Zukunft diese wunderbaren Karten, wie gesagt, die Liebenden natürlich, das ist ein Pärchen, ja, ein verliebtes Pärchen. Und vielleicht wird ihr nach dieser Klärung von dieser ganzen Sonne, haben wir nach dieser ganzen wie soll ich sagen, sauber machen, ja, wenn man das geklärt wird, wenn man diese Sache geklärt wird, wenn man hier in dieser Situation, in diesem Konflikt sauber macht, frische Luft gibt, ja, Sachen, die Missverständnisse aus dem Leben schafft, wo man miteinander dann redet und sagt, warum hast du so gemacht, warum warst du dann falsch zu mir? Und wenn dieses Gespräch kommt von Herzen, dann wird die Sache geklärt, dann wird mehr Luft kommen, dann wird euch besser gehen und dann kommt auch diese Mondphase vorbei und schaut ihr, was haben wir da, was habe ich gesagt am Anfang, nach dem Mond kommt die Sonne. Okay. Also euch erwarten gute Zeiten. Gute Zeiten, wo man auch nachdenklich wird, wo man auch Ruhe suchen wird. Und Liebe, Harmonie, Liebe. Ich muss sagen, so eine total typische Situation im Leben. Also ich möchte hier keine Beispiele nennen, ja, weil so viele Menschen haben verschiedene Geschichten und bei einem läuft das so, bei anderen läuft das was total anderes. Auf jeden Fall, es geht um diese Hauptenergie, was hier herrscht. Es ist etwas, was man klären muss. Es gibt, ist ein Konflikt, ja. Jemand hat hier nicht sauber gespielt. Jemand hat euch gebracht zu solchen Situationen, nicht ohne eure Schuld, weil oft wir sind auch ein bisschen schuld dabei. Man kann nicht immer auf die andere alles schieben. Ist doch ein schöner Spruch, möchtest du das Welt verändern, fang bei sich selbst. Ja? Also wir dürfen nicht immer den Schuld auf den anderen schieben. Da hat jemand nicht richtig gehandelt, aber wir haben ihm wahrscheinlich oder ihr auch ermöglicht, diese Handlung hier, diese Handlung, diese siebende Schwert.
Ja, wir haben wahrscheinlich das zugelassen, weil wir ja vielleicht auch uns was erhofft haben. Ja, manchmal gehören auch zwei dazu. Auf jeden Fall, diese Situation und diese Blockade ist natürlich auch nicht schön, aber man braucht diese Klärung, Gerechtigkeit. Man muss das auf die Waage legen, man muss gucken, wie viel Schuld war von meiner Seite, wie viel Schuld war von der anderen Seite. Man muss offen reden, man muss ehrlich reden, man muss die Sache klären und ist die Sache aus der Welt. Und dann haben wir wieder frische Luft und dann können wir uns wieder neu sortieren und neu orientieren. Für was aber das gut ist, dass wir wachsen. Dass wir wachsen, dass wir etwas lernen. Hier sehen wir auch den Eremit, eine Karte, die zeigt, man braucht Abstand nach sowas, ja, nach solcher Situation. Man möchte sich neu sammeln, man möchte sich Gedanken machen über mich, was habe ich falsch gemacht, warum habe ich zu dieser Situation überhaupt, was hat zu dieser Situation geführt, wie habe ich mich verhalten. Wo war mein Fehler? Dass man sich so ein bisschen ja, Gedanken macht, dass man daraus auch was lernt, um in die Zukunft dann anders zu handeln, wenn die Situation ähnlich wird. Ja, das ist sehr wichtig. Man muss auf jeden Fall immer wieder sich ein paar Gedanken über eigenes Leben machen. Was aber im Endeffekt in den Ganzen gut ist, wir haben die Sonne. Eine wunderbare Karte, die Sonne. Wer möchte nicht die Sonne im Leben haben? Da haben wir die Königin der Kelche, eine allgemeine Liebesenergie, Harmonie, Einklang mit Welt, mit dem Menschen, mit dem Gott, mit der Natur und so weiter. Also totale Harmonie wird man auch hier finden, wenn man hier manche Sachen aus dem Leben wegschafft. Ja, wenn man über eigene Schatten vielleicht springt, über eigene Ängste springt und man wird diese Klärung suchen, ja. Und im Endeffekt haben wir die Liebenden, die schöne Karte, die zeigt zwei Menschen. Zwei Menschen, die miteinander verbunden sind. Hier geht es nicht nur um irgendwelche leichte Liebesgefühle. Hier geht es um Liebe, nicht nur Verliebtheit. Ich würde sagen, schon eine reifere Liebe, richtige Liebe. Um Leidenschaft und Weiterkommen, Familiengründung. Weil wir haben hier auch die Herrscherin, ja, Familie, Familiensinn. Und ich sage euch, oh, da sind die Karten runtergefallen, macht nichts. Ich sag euch, für mich sieht es aus, dass man mit dem Partner sich versöhnen wird oder wird irgendwelche Probleme aus dem Weg schaffen. So sehe ich das. Ja, so sehe ich. Weil wir haben hier auch gebrochenes Herz. Da hat jemand nicht richtig gehandelt. Also man könnte sein, dass der Partner einen Fehler gemacht hat aus Gründen wie immer oder wird machen und man wird dann schauen, wie wird es weitergehen, ja. Und ja, es ist oft im Leben so, dass der Partner etwas Falsches macht, genauso wie wir. Wir können auch unter dieser Karte stecken. Wir könnten auch was Falsches machen. Aber dann man muss sich auch die Frage stellen, warum? Warum? Was hat zu dieser Situation geführt? Wenn wir uns die Frage ehrlich beantworten, dann können wir weiter handeln und einfach klärendes Gespräch suchen. Ja, sich verteidigen. Die Person ist auch fertig. Die Person ist auch am Ende. Ja, die Person möchte auch hier eine Klärung haben, möchte Wechsel haben, ja, möchte neu anfangen, kann man so sagen, aber diese Person möchte auch sich auch verteidigen, weil das war wahrscheinlich nur ihre oder seine Schuld, ja. Also
im Endeffekt, egal, ja, wie das dann gelaufen ist, im Endeffekt sehe ich zwei verliebte Menschen. Und die Sonne, die Königin der Kelche, sehen wir auch. Und die Herrscherin. Wunderbare Karten, die weisen darauf hin, dass aus dieser Sache kann noch eine wunderbare Beziehung sich entwickeln, wunderbare Liebe sich entwickeln, vielleicht eine schöne, bedingungslose Liebe. Zwei Seelen werden sich finden, zwei Seelen werden zu Einklang kommen, die sich verstehen und füreinander da sind und möchten weiter im Leben zusammen gehen, durch das Leben gehen. Also manchmal gibt es auch Schwierigkeiten, ja, und wir sind dafür, diese Schwierigkeiten zu beseitigen mit unserer Weisheit, mit unserer Ausdauer, mit unserer Wille auch, ja, Wille, Kampf, man kämpft dann, aber im Endeffekt, man wünscht sich die Liebe, man wünscht sich die Sonne, man möchte glücklich sein. Und meine Lieben, ich gucke nicht mehr auf die linke Seite, ich konzentriere mich nur jetzt auf diese Karten, wunderbare Ausgang von dieser Geschichte und ich hoffe, es wird auch so sein für euch. Ich hoffe, dass ihr wird diesen Monat wirklich mit euren Liebenden, mit eurem Partner, vielleicht da kommt auch jemand in eure Leben, vielleicht wird man sich wieder neu verlieben, wieder entdecken, versöhnen und so weiter. Auf jeden Fall, man wird hier glücklich sein. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen und passt auf euch gut auf und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.